Jo, was geht, meine Spieler? Es ist H zu dem E an einem sehr heißen Sommertag. Wir hatten heute 35 Grad. Jetzt ist es Abend, jetzt ist es ein bisschen abgekühlt. Aber also, ich hab heute überhaupt gar nichts gemacht. Ne, also, bei der Hitze kriege ich noch einen Sonnenstich oder so. Auf jeden Fall gibt es gute Neuigkeiten, zumindest bei mir. Und zwar habe ich wieder einen neuen Job. Auf jeden Fall. Und ja, jetzt stehe ich wieder vor einer neuen Herausforderung, sage ich jetzt mal. Und zwar arbeite ich jetzt zwei Schicht, Frühschicht und Spätschicht. Und die Frühschicht ist gar kein Problem. Einfach deswegen, weil ich jemand bin, der gerne nach der Arbeit gerne noch was unternimmt, was macht und sein Geld ausgibt. Und ja, das ist ja natürlich nicht möglich, wenn man um 23 Uhr dann erst nach Hause kommt. Ne? Ist ja klar, unter der Woche. Und zwar habe ich jetzt eine neue Taktik, eine neue Strategie, die ich ausprobieren möchte. Ich werde ganz einfach, ich muss ja irgendwie diese 5 Tage Spätschicht, die muss ich ja irgendwie rumkriegen. Ja, die müssen ja irgendwie, ne? Und ich habe mir das jetzt so gedacht, ich stehe einfach morgens auf. Und fahre erstmal ins Fitnessstudio, trainieren und dann zur Spätschicht. Ja, weil ich überanstrenge mich nicht auf der Arbeit. Ich kann ruhig wieder trainieren gehen. Ich habe jetzt 2 Monate nicht mehr trainiert, ja, wegen Problemen, Depressionen und ja, ich hatte einen Job 6 Tage. Es war sehr anstrengend. Danach musste ich mich 3 Tage erholen und habe dann da abgebrochen. Und jetzt habe ich einen neuen Job und der macht mir Spaß. Und das freut mich. Und ja, musikalisch, wie sieht's musikalisch bei mir aus? Musikalisch sieht es momentan so aus. Ich habe ja jetzt mein 6. Album released. Ich habe es einfach kostenlos auf YouTube hochgeladen, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt euch das Ding komplett kostenfrei auf YouTube anhören. Ihr könnt es euch auch komplett runterladen als MP3 oder als WAV oder als FLAC auf meiner Homepage. Ja, gibt es das Album in MP3. Und ich habe in letzter Zeit sehr viele Beats gemacht. Sehr viele Beats und wenig Texte geschrieben. Ja, also mittlerweile habe ich jetzt wieder 13 verfügbare Beats, 13 freie Beats. Und nur mir fehlen die Texte, mir fehlen die Feature Guests. Ich würde gerne noch einige Features machen mit deutschen Rappern, mit internationalen Rappern. Und naja, momentan ist halt ein bisschen Flaute, aber egal. Ja. Und was noch? Was gibt's noch? Ja. Ja, unter meinem letzten Video gab es ja einige Kommentare von einer Person voller Beleidigungen und voll mit Lügen und Verdrehungen der Wahrheit. Aber egal, ich werde dazu nichts sagen. Ich werde mich nicht äußern. Ich werde gar nichts erzählen. Ich könnte erzählen und Details offenbaren. Aber das werde ich nicht tun, ganz einfach deswegen, weil ich keinen Grund dazu sehe. Ich bin nicht sauer, ich bin nicht enttäuscht, es ist mir scheißegal. Es ist mir einfach komplett egal. Und deswegen belasse ich es dabei. Ich könnte erzählen, ja, und nach 2 Tagen hätten das 1000 Leute gesehen. Ja, und ich könnte Details erzählen, ja. Aber ich erzähle gar nichts. Ich belasse es dabei, das Thema ist beendet. Ja, und das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist, dass ja, es Menschen gibt, die leben einfach auf der dunklen Seite des Lebens, auf der Schattenseite der Welt. Ja, und ja, und diesen Menschen wünsche ich sehr, außer sie sind komplette Arschlöcher, aber wenn sie in Ordnung sind als Mensch, dann wünsche ich diesen Menschen doch sehr, dass sie
auch irgendwann mal die Sonnenseite des Lebens kennenlernen dürfen, weil ich kann diese Menschen sehr gut verstehen und sehr gut nachvollziehen und die Sache nachfühlen, weil mit 18, mit 19 war ich auch ein Menschenhasser, ein Satanist. Ich habe Black Metal gehört, ich habe die Menschheit gehasst, ich wünschte mir, ich würde aussterben und ich wäre nur noch alleine auf der Welt. Und ja, dann mit 21 habe ich meine erste große Liebe kennengelernt und durfte mal die Liebe kennenlernen. So, wie sich das anfühlt, wie das so ist, Liebe. Und klar, dann, ja, genieße ich natürlich die Sonnenseite des Lebens seitdem, ja, und bin kein Kind der Nacht mehr, sondern, ja, ich bin zufrieden. Bei mir läuft's. Ja, es läuft vielleicht stockend, ja, mit Hürden, mit Hindernissen. Ja, aber es läuft wenigstens nach vorne. Es geht wenigstens bergauf wieder. Langsam, aber sicher. Schritt für Schritt. Und dann wird auch alles gut. Und dann habe ich endlich ein bisschen Kohle. Und wer weiß, vielleicht investiere ich den ein oder anderen Euro mal in einen Besuch in einem echten Tonstudio, damit mal ein paar Lieder von mir in professioneller Qualität aufgenommen werden können. Ja, mal gucken. Neue Tattoos sind geplant und ja, der Rest wird sich ergeben. Auf jeden Fall. Es ist Samstag, meine Spieler. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen soll es noch heißer sein, noch heißer als 35 Grad. Ja. Und ab morgen Abend soll es dann pissen. Und ja, irgendjemand hat gesagt, es soll die ganze Woche regnen. Egal. Hauptsache, es ist nicht zu heiß, damit ich trainieren gehen kann. Weil wenn ich bei 35 Grad ins Fitnessstudio gehe, dann mache ich einen Satz Kreuzheben und dann sehe ich erstmal nur Schwarz und Sterne. Und ja, muss aufpassen, dass der Boden nicht langsam näher kommt. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ja, meine Zähne habe ich jetzt auch schon oft genug gelesen. Hier auf YouTube. Meine Zähne werde ich machen lassen und zwar noch dieses Jahr. Das ist auf jeden Fall in Planung. Ich habe schon, ja, ich kümmere mich darum auf jeden Fall. Noch dieses Jahr werde ich mein wunderschönes Lächeln zurückhaben, was mir, ja, Leute schreiben auf YouTube, dass ich ein schönes Lächeln hätte. Früher, damals, heute nicht mehr. Naja. Ja, Leute, mir geht's gut. Mir geht es super. Ich wünsche euch, dass es euch auch super geht. Und an all die Kinder der Nacht, die nicht loskommen von der dunklen Seite des Lebens, von der Schattenseite, die nicht loskommen von Wut und Hass und Verachtung und Intoleranz und all das. Ja. Und. Ja, diesen Leuten wünsche ich, dass sie auch mal die sonnige Seite, die schöne Seite des Lebens kennenlernen dürfen, so wie ich sie kennenlernen durfte, nach jahrelanger Finsternis und Hass und Wut und Satanismus und Black Metal und Bodybuilding und ja, all das. Das war's, meine Spieler. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und dass es bei euch auch so gut läuft. Peace!